hallo, herzlich willkommen auf der Bühne des Sendezentrums zum 33C3. Schön, dass ihr alle da seid. Das hier ist die erste Show, die ja auf der Bühne des Sendezentrums heute stattfindet an Tag 1. Und wir freuen uns, dass schon so viele den Weg hierher geschafft haben, mit leicht müden kleinen Augen, wie ich sehe. Was werdet ihr jetzt hier erleben? Wir sind die Podcast-Patinnen. Die Podcast-Patinnen, das ist eine Initiative von verschiedenen Podcast-begeisterten Menschen, die sozusagen euch helfen wollen, gerade Einsteigerinnen und Einsteigern dabei helfen wollen, auf Sendung zu kommen, wenn es um kleine erste Anfangsprobleme mit der Technik geht zum Beispiel, oder wenn man irgendwie Fragen dazu hat, was ist eigentlich ein cooles Format für so einen Podcast, bis hin zur Frage, wie komme ich an coole Interviewpartner ran und so weiter. Ne? Also die Podcast-Partnerinnen, die sind während des ganzen Kongress hinter dieser Bühne für euch ansprechbar. Ihr erkennt uns auch an diesen fancy kleinen Buttons, hier lila Buttons. Und ja, sprecht uns einfach an, wenn ihr uns trefft, wenn ihr uns begegnet sozusagen im Rahmen des Kongress. Ich bin Teil der Podcast-Partnerinnen-Bande, es gibt aber noch ganz viele andere Menschen hier. Und wir haben gedacht, wir machen für euch so als erste Eröffnung hier auf der Bühne mal eine Formate, Podcast-Formate-Kunde. Also mal so ein bisschen vorstellen, was gibt es eigentlich für verschiedene Formate, was kann man mit Podcasts alles anstellen. Und zu diesem Zwecke begrüße ich jetzt auf der Bühne meine zwei Mitpatinnen und Paten, und zwar Tine Nowak und Daniel Messner. Ein Applaus für die beiden. Die beiden machen heute die Show für euch. Ja, die beiden machen für die Show für euch, und wenn ihr während der Show Fragen habt oder vielleicht was ergänzen möchtet und so weiter, dann könnt ihr eure Hände heben, die Hände zum Himmel, und ich laufe dann mit diesem Mikrofon zu euch und dann könnt ihr diese Fragen stellen. Kleine Vorwarnung, kleiner Disclaimer, wir werden live gestreamt, also ihr taucht dann auch in dem Archiv des Sendezentrums auf. Aber ihr müsst nicht auf die Bühne kommen. In diesem Sinne, viel Spaß mit den beiden und vielleicht habt ihr ja was beizutragen währenddessen. So, dann auch nochmal hallo von uns beiden. Wir haben auch noch eine Präsentation mitgebracht, die wird dann rechts, also von euch aus links laufen. Wir haben hier uns noch ein bisschen Verstärkung mit auf die Bühne geholt. Wenn immer wir nicht weiter wissen, fragen wir hier das Potthörnchen. Vielleicht kann uns das ein paar Tipps geben. Und wie gesagt, wir werden uns auch an euch wenden, weil vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Formate, die wir noch gar nicht kennen. Wir lernen ja immer auch gern was dazu. Fangen wir mal an, oder? Genau. Also alles, was wir hier sagen, hat natürlich, also es erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen einfach mal ein bisschen die Bandbreite zeigen, was es so gibt, und wollen einfach zeigen, dass wir hier sind und dass es hier eine Anlaufstelle gibt für alle, die ja jemanden suchen oder einfach mal ein bisschen über ihre Formate sprechen wollen, über Technik reden wollen, dass es hier einfach ein Angebot gibt, an die man sich wenden kann. Und Daniel setzt sich schon mal an den Rechner. Ich bleibe hier so ein bisschen stehen. Ich hatte das Problem, dass wenn ich sitze, da hinten auf der einen Seite das Ganze, die ganzen Leute mich gar nicht sehen können. Also mache ich hier sozusagen die Speerspitze. Wichtig, wir haben nicht nur hier diesen einen Slot hier, die Formatekunde. Das ist jetzt eigentlich nur so zum Einstieg, um ein bisschen reinzukommen. Es gibt dann anschließend, eigentlich gibt es jeden Tag, ihr seht im Hintergrund schon das Programm, jeden Tag am Podcasting-Tisch auch Programm, also am Morgen, übermorgen und morgen und übermorgen. Genau. Und wir sind jetzt eine Stunde hier, dann haben wir eine halbe Stunde. Und wenn ihr sagt, das ist ja ganz interessant, spannende Formate, würde ich auch total gerne machen, ich will auch einen Interview-Podcast oder einen Solo-Cast oder was auch immer, dann kommt mit uns hinter die Bühne nach dieser Session. Wir sind gespannt, euch kennenzulernen, und vielleicht mag der eine oder die andere gleich mit uns an diesem Podcasting-Tisch kommen, und wir können schon mal gemeinsam nachdenken, wie eigentlich so ein Podcast von euch aussehen könnte. Wir sitzen da mit zwei Paten am Tisch, wir haben noch 6 freie Plätze, also kommt. Und wenn ihr denkt, ah ja, Tisch ist vielleicht gerade schon ein bisschen zu viel, aber ich würde mir das gerne trotzdem anhören, um den Podcasting-Tisch gibt es 3 Sofas, da kann man seine eigenen Kopfhörer mit anstöpseln und ihr könnt reinhören. Und drumherum sind auch noch mal ein paar Leute von uns, die könnt ihr so von der Seite anquatschen, wenn ihr Fragen habt. Und generell, da wo das Einhorn sind, da sind wir auch irgendwo dann hier. Was mich noch interessieren würde, bevor wir anfangen, wer von euch hat denn schon einen Podcast? Und wer von euch hätte gerne einen Podcast? Ja,
Für euch sind wir quasi schon mal da. Für die anderen übrigens auch. Das hat Nele ja eben schon mal angefangen und angeteasert. Das sind wir. Es gibt mehr Podcast-Paten als uns drei hier auf der Bühne. Martin und Ulrike, die hier so die ganze Orga mitgemacht haben, sitzen dort drüben. Die sind normalerweise auch mit dabei. Melanie grüßen wir nach Österreich. Die konnte leider nicht kommen. Und das funktioniert normalerweise so. Wir sind nicht nur auf so Veranstaltungen. Normalerweise, wir haben eine Seite und wir haben auch so ein Formular. Und das kann man sich wenden. Ich bräuchte Hilfe hierfür. Oder ich habe total viel Erfahrung beim Podcasten. Ich würde gerne anderen Leuten helfen und dann versuchen wir die Bedürfnisse miteinander zu kombinieren. Also ich brauche irgendwie Hilfe für WordPress und jemand sagt, ach, ich mache seit 10 Jahren WordPress-Podcast, ich helfe dir, dann bringen wir die Leute zusammen. Das ist so das Ding, was wir eigentlich als Podcast-Patin machen. Es ist eher so eine Hintergrund-Orga. Und jeden Monat ist einer oder eine von uns dran und ist sozusagen für diesen Matching-Dienst zuständig. Zusätzlich zu diesem Angebot gibt es auch eigentlich mittlerweile Meetups in ganz, ganz vielen deutschsprachigen Städten. Und da vermitteln wir auch ein bisschen. Da sind auch viele dieser Organisatoren, Organisatorinnen auch mit bei den Podcast-Partnern. Wir starten vielleicht mal ein bisschen. Wir haben uns mal überlegt, wir wollen mal so zusammenfassen, was uns so für verschiedene Formate, Podcast-Formate eingefallen sind und haben ein paar Beispiele mitgebracht von Podcast-Formaten. Wir fangen einfach mal an mit einem, das wahrscheinlich die meisten hier kennen. Ja. Okay, ja. Was sieht das Sendungsskript für heute sieht, 4 Themen vor und ein Bier der Woche. Ja, das ist schön. Was haben wir denn das Schönes? Ich habe als erstes das Thema spielend Quantenmechanik. Thema Nummer 2 ist Stadtkinder. Thema Nummer 3 lautet Pimpern für die Evolution. Fragezeichen? Also ich habe noch ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Hier im Bei Sendungsplan steht keins. Noch keins. Nee. Ich habe mich noch mal dazu hinreißen lassen, ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Wofür sonst? Thema Nummer 4. Es tut mir diesmal wirklich leid. Oh, geht zum Prokrastination Nein. wieder? Oder? Nein, du wirst es merken, wenn... Ich meine, ahnen kann, es geht um Physik. Genau, methodisch inkorrekt, also ein nicht ganz unbekannter Podcast in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft. Hier auch an Tag morgen, glaube ich, morgen auf der Bühne zu sehen, live und auch in Übertragung. Und warum haben wir das genommen? Die Formatekunde beschäftigt sich ja damit, dass es nicht nur Podcasts gibt, sondern die sind auch oft in einer spezifischen Art und Weise strukturiert. Manchmal wissen Podcaster und Podcasterinnen selber gar nicht, dass sie ein bestimmtes Format bespielen. Wir hatten es schon, wir haben so einen ähnlichen Vortrag mal bei der Republika gemacht und dann kam jemand auch zu uns und meinte, huch, ich habe ja einen Atmocast, wusste ich gar nicht. Also vielleicht lernt jeder auch noch was über den eigenen Podcast heute auch dazu oder nennt sein Format auch ganz anders. Das hier wäre jetzt ein Beispiel für einen Magazin-Podcast. Wir haben noch einen zweiten Magazin-Podcast, der sich mit der Podcasting-Szene beschäftigt, nämlich den Sendegarten. Wir hören mal ganz kurz rein. Es ist der 8. Dezember 2016. Hier ist der Sendegarten. Hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle, die dabei sind, die jetzt zuhören, zur ersten und letzten Ausgabe im Dezember 2016. Ist Martin vielleicht sogar da? Hallöchen. Martin Rützler kommt auf die Bühne und erzählt uns vielleicht selber was über sein Magazinformat. Warum glaubst du, haben wir dich als Magazinformat hier eingeordnet? Ja. Naja, weil es Rubriken gibt. Es gibt halt eine gewisse Sendestruktur. Ich glaube, dich hört man noch nicht. Bitte? Ich glaube, dich hört man noch nicht so gut, oder? Man hört mich nicht. Man hört mich doch. Weil es Rubriken gibt. Es gibt also eine gewisse Sendestruktur. Es ist ein Magazinformat mit verschiedenen Kategorien, die dann abgearbeitet werden. Wir sammeln im Vorfeld Themen, die wir dann versuchen, in der Sendung halt unterzubringen. Deswegen denke ich, ist es ein Magazinformat? Jupp. Ja, gut.
Das macht's, also wir haben leider auch keine Preise für richtige Antworten, aber Ruhm und Ehre sei dir sicher. Freundliches Lächeln, das ist doch schon ganz viel wert. Ja, das ist einfach, das kriegt hier jeder ganz schnell. Aber kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie ihr das umsetzt? Also was ist so eure technische Basis, wie der Podcast funktioniert? Die technische Basis, das ist ein Remote-Gespräch, also 4 bis 5 Leute schließen sich über Internetleitungen zusammen. Wir sitzen nicht am selben Tisch, sondern wir sitzen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern manchmal sogar. Und wir haben das große Glück, den Meister des Remote-Verbindens, nämlich Sebastian Reimers, den man eventuell besser unter dem Begriff StudioLink kennt, im Team zu haben. Und wir dürfen seine Technik immer in dieser Beta- oder was weiß ich, Version benutzen, um uns zu vernetzen. Und das ist total gut, dass er da ist. Er hat uns nämlich schon des Öfteren so 10 Minuten, bevor wir live auf Sendung gehen, sozusagen aus dem schlimmsten Schlamassel rausgeholt, weil irgendwas wieder nicht funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Und Martin, du hast ja auch einen Podcast-Partner-Button. Das heißt, wenn jemand Fragen zu solchen Themen hat, sich gerne an den Martin wenden. Er wurde mir heute Morgen verliehen und ich bin richtig stolz darauf. Ja, wir hören auch ein bisschen. Es gibt schon so unterschiedliche Arten, wie man auch für so einen Magazin-Podcast zusammenkommen kann. Lange war das bei Methodisch Inkorrekt so, dass wir das auch eher so zusammen am Tisch gemacht haben. Man kann es auch über verschiedene Orte, über Fernleitung machen, die theoretisch wie fast alle Technik super gut und ohne Probleme funktioniert. Aber es gibt immer mal ein Problem. Also und ich habe auch gehört, es geht auch StudioLink soll auch ohne Sebastian Reimers funktionieren. Ja, das ist schon ziemlich gut abgehangen inzwischen, aber es gibt immer wieder so Sonderfälle, das wird ja auf, also so ein Entwickler hat ja normalerweise so seine Entwicklungsumgebung und da funktioniert das dann auch eigentlich immer ganz gut. Aber in dem draußen im Feld, dann kommen unterschiedliche Systeme zusammen, die der Entwickler oder die Entwicklerin jetzt vielleicht noch nicht so in der Konstellation gesehen hat. Dann ist das halt immer so ein bisschen tricky und manchmal ist es auch so, es funktioniert alles, dann gibt es irgendwo ein klitzekleines Update. Und dann passieren plötzlich ganz merkwürdige Sachen und alle stehen da, was zum Geier passiert hier gerade? Und man keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Und wenn man so den Meister dabei hat, also für mich war das so, ich hatte da mein Windows-Gerät aufgebaut und dann brach das so mittendrin irgendwie nach 2, 3 Minuten, stabile Leitung, ging es einfach aus. So. Und ich sag, so können wir doch nicht in die Sendung gehen. Und dann, ich habe eine Idee, wo es dran liegen könnte. Warte mal, ich mach mal eben, lad mal eben das runter. Ja, jetzt geht es wieder. Mhm. Und so. Was ich daran besonders gut finde, ist ja, wenn man mit dem Podcasten anfängt, denkt man immer, irgendwas mit der Technik funktioniert hier nicht und da, wen könnte ich jetzt mal fragen? Und es ist doch irgendwie beruhigend zu hören, dass Leute, die auch schon lange podcasten, immer mal wieder auch in irgendwelche Fallstricke reingeraten. Es gehört einfach dazu. Geht mir genauso, wenn ich irgendwo höre, dass Leute, von denen ich denke, die haben es nun wirklich im Griff, ja, wenn die dann doch auch kämpfen. Genau. So kämpfen ist sowas, ne, zum Beispiel. Und also mein ganz besonderer Liebling ist dann immer so der Beginn der Freakshow beispielsweise. Und da gibt's ja auch. Wir haben das jetzt extra. Ja. Keine Kosten und Mühe für euch gescheut. Man hört nichts, oder? Ja. Wir sprechen über. Oder auch nicht. Wir sprechen über Fehlerkultur und das ist das beste Beispiel dafür. Danke, Martin. Ich glaube, wir machen mal weiter. Tine, du hast ja auch einen Podcast. Danke, Martin. Ja, genau. Tine hat auch einen Podcast. Und zwar einen sogenannten Interview-Podcast. Er heißt natürlich anders Kulturkapital. Es geht um Bildung. Und was macht diesen Interview-Podcast aus? Ich unterhalte mich mit Menschen. In dieser Episode nicht vorbeikommen, darum wird es auch absolut gehen. Fangen wir doch mal an, wie in Gottes Namen bist du zu Jugendhack gekommen? Also was ich nicht weiß ist, du hast Pädagogik, glaube ich, studiert? Oder Medienpädagogik, also Medien in der Bildung hieß der Studiengang offiziell. Ja, genau. Ich meine, das scheint ja irgendwie auch eine Nähe zu haben, aber auch weit weg. Also ich meine, du bist jetzt irgendwie in Berlin und kommst irgendwie aus Freiburg. Mhm. Wie bist du denn überhaupt erstmal nach Freiburg gekommen? Kommst du daher? Ich komme aus der Ecke tatsächlich. Also ich bin in Freiburg geboren und habe auch meinen Bachelor da in der Nähe gemacht, in einer kleinen Hochschule in Offenburg und dann zwischendurch, also so ein bisschen Zickzack-Lebenslauf, ne? Und bin dann am Ende aber, dachte ich, irgendwie interessiert mich diese Bildung nochmal. Ich will irgendwie einfach auch, mir fehlte so der Sinn bisher in dem, was ich dann davor gearbeitet habe. Ich habe in so einer...
Na, Grüße an dieser Stelle an Paula Glaser, die sitzt mich hier um die Ecke bei Jugendhakt. Also wenn ihr sozusagen links an der Bühne vorbeigeht, kommt genau zu diesem Projekt, was hier beschrieben wird. Und der Interview-Podcast hat halt Folgendes. Es gibt einen Gast oder Gastgeber, Gastgeberin und es kommen immer wieder Gäste, externe Gäste hinzu, mit denen man sich in einem ganz klassischen Interview oder auch im losen Gespräch unterhält. Da haben wir noch ein zweites Beispiel von einem Interview-Podcast, nämlich Request for Comments. So, meine Lieben, auch wenn es noch so schön ist, ich muss hier irgendwann mal unterbrechen. Ja, herzlich willkommen zu Request for Comments, und zwar der Sondersendung eigentlich, die ich im Rahmen der IETF Nummer 96 jetzt nach und nach veröffentlichen werde. Und das hier ist tatsächlich die erste Folge von, auf jeden Fall zwei werden es werden. Genau, es gibt normalerweise noch einen Gast, der dann antwortet, wie es sich für einen Interview-Podcast gehört. Annalena ist auch hier irgendwo auf dem 33C3 unterwegs. Das heißt, man kann ihr auch begegnen und sie nicht nur als Podcast hören. Ist übrigens auch eine Empfehlung gerade für alle, die sich für IT und Technik interessieren, bei Annalena vorbeizuschauen. Und hier haben wir auch nochmal einen Gesprächspodcast. Ja, aber jetzt haben wir schon mal, das ist vielleicht auch noch gut darauf hinzuweisen, wir hatten jetzt einen Interview-Podcast und jetzt haben wir Gesprächspodcasts. Gibt es denn da einen Unterschied? Ja, ich bin genau. Wir sind ja auch im Gespräch, ich sollte antworten. Genau, beim Gesprächspodcast ist es so, beim Interview-Podcast hat man einen Gast oder ein, zwei Gastgeberinnen und es kommen immer fremde Leute rein. Beim Gesprächspodcast gibt es schon mal mehrere Leute, die gemeinsam diesen Podcast machen und immer in dieser Runde, manchmal kommt noch ein Gast dazu, diesen Podcast bestreiten. Also im Grunde, es gibt drei Leute beispielsweise und die unterhalten sich über bestimmte Themen. Oder zwei. So auch bei dem nächsten Beispiel, wo die Hosts sich zwar schon geändert haben, aber einigermaßen stabil sind. Wir hören mal ganz kurz in den Podcast Hour of Code rein. Es würde mich interessieren, wie fühlt sich das für dich an, dieser explizite Lernvorgang? Ist es hart? Ist es angenehm? Ist es so, wie du das erwartet hast? Ist es was vollkommen Neues? Ist es anstrengend? Diese Aspekte, also wie fühlt sich's an? Es passiert interessanterweise genau das, was mir vorher auch schon 3-4 Mal passiert ist. Mhm. Ich hänge mich rein, lerne viel und es geht super voran und irgendwann kommt die Mauer. Wenn sich jetzt eben gerade jemand gefragt hat, was war das für ein merkwürdiger Effekt, einer der beiden Partner in diesem Gesprächspodcast ist zufälligerweise Daniel Messner. Das heißt, die Stimme kam nicht irgendwie aus seinem Bauch heraus, sondern das ist das, was wir im Podcast gehört haben. Und der andere, der im Gesprächspodcast dabei ist, sitzt auch hier im Publikum, der Stefan. Und vielleicht mag die Nele ihn auch mal zu uns holen. Zum Einhorn sich trauen. Ich glaube, auch ein bisschen auf die Bühne, so in die Mitte ist auch immer schön. Dann gehen wir mal hier rüber, kommen Sie mal mit. Wir denken mal ein Video. Ja, Podcaster denken ja nicht so oft ans Bild, deswegen. Das ist jetzt anders. Hallo Stefan. Hallo, hallo liebe Hörer und hallo liebe Gäste hier am Kongress. Freue mich, dass ihr da seid. Ist interessant, ich habe auch gelernt, dass das ein Gesprächspodcast ist. Ich habe bisher behauptet, dass ich mich von jedem Format fernhalte oder dass wir uns vor jedem Format fernhalten, weil wir auch immer wieder mal auch mit dem Format brechen. Also es gibt auch durchaus mal Monologe. Was immer für uns wichtig ist, dass für eine Episode ein Thema im Zentrum steht. Ja. Kannst du vielleicht auch was zur Technik sagen, weil du benutzt ja zum Beispiel, also schon mal zur Veröffentlichung, was nicht so viele kennen und auch was mit was für Technik du so aufnimmst. Ja, also das Aufnehmen ist getrennt vom Computer. Das geht in so einen Zoom H6-Rekorder hinein, also in so einen Audiorekorder. Da gibt es auch andere. Ich habe am Anfang mit einem anderen aufgenommen. Das war eigentlich eine Hardcore-Aktion, das zu lernen, dass das nicht so die super Idee war, direkt in den Computer aufzunehmen. Also auch keine Angst am Anfang, Fehler zu machen. Die erste Episode ging über zwei super Mikrofone durch ein super Mischpult in einen super Computer hinein. Nur aufgenommen wurde von der Webcam, die am Computer oben drauf gesteckt ist. Mit dementsprechend bescheidener Audioqualität. Dann haben wir uns gesagt, na, machen wir vielleicht doch nicht mit Computer. Also aufgenommen wird, wie gesagt, mit Mikrofonen in Zoom H6 hinein. Und dann geschnitten wird unter Linux, das ist vielleicht auch ein bisschen untypisch. Also ich habe weder Mac noch Windows-Rechner zu Hause, sondern ich schneide unter Linux mit Audacity, auch das geht. Und veröffentlicht wird auch nicht mit der Standard. Sehr gut.
veröffentlicht wird, auch nicht mit der Standardlösung, so dem Podlove und dem Podlove-Projekt, diesem Plugin für WordPress, sondern als statische Seite mit einem Plugin für Jekyll. Das ist ein Static Site Generator. Dieses Plugin heißt Jekyll Octopod. Das hat ein gewisser Arne geschrieben, der vielleicht auch hier ist. Zumindest ist er hier im Kongress und ich pflege es jetzt weiter. Also es gibt auch die Möglichkeit, ohne WordPress zu publizieren. Das ist ja ganz gut, weil man auch was sieht, es gibt eine Formatvielfalt und es gibt auch eine Technikvielfalt. Und das ist auch wichtig, weil so kann man sich voneinander, kann man voneinander lernen und das Ganze kann auch ein bisschen mehr so in die Breite hineinwachsen. Man sieht auch bei diesem Projekt, du hast auch Kapitelmarken und so, man muss auf keine Features verzichten, wenn man diese Lösung nutzt. Absolut. Es gibt auch Kapitelmarken, es gibt Kommentare, es gibt alles, was man sozusagen gewohnt ist von einem Podcast. Es gibt Feeds, es gibt 4 verschiedene Formate, also was das Herz begehrt, geht auch mit statischen Seiten. Ja, super. Danke, du machst noch, Stefan. Du machst noch eine Sache, über die ich noch gerne sprechen wollen würde. Du machst nämlich auch ein Meetup in Wien und das ist vielleicht auch noch ganz gut zu erwähnen. Also die Meetups gibt es mittlerweile ganz viele, die sich sehr regelmäßig treffen und unter anderem eben in Wien gibt es ein Meetup. Sag doch mal was dazu. Das ist das Podcasting Meetup Österreich, findet man im Internet unter Podcasterei, mittlerweile auch mit Podcaster-Verzeichnis und Podcasterinnen-Verzeichnis aller österreichischen Podcasterinnen und Podcaster, die wir bislang kennen. Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, ist, dass man dann nicht nur hinkommen darf zu so einem Meetup, wenn man schon einen Podcast macht oder wenn man fix vorhat, einen Podcast zu machen, sondern es reicht auch schon, sich für Podcasting zu interessieren. Und es gibt dann immer wieder auch interessante Spin-offs. Also wir haben Leute, die Videocasts machen und ganz andere Themen auch, Geschichtenerzähler und so weiter. Also an dieses Podcasting-Format kann eine ganze Menge interessantes, spannendes Zeug andocken, von dem wir dann wieder lernen können. Es gibt im Sendegate auch ein Thread, da sind Podcasting-Termine fürs ganze Jahr gelistet. Das wächst auch so mit dem Jahr. Dort findet man, glaube ich, mittlerweile alle Meetups in Deutschland. Das gibt's in Wien auch. Wien ist ja ein anderes Land. Aber ich war eigentlich schon weiter gedanklich, weil Wien hatten wir schon. Also das gibt's auch in Berlin und das gibt's bei uns in Frankfurt. Es gibt solche Treffen manchmal, selbst in Trier und Freiburg hat's Treffen gegeben am Bodensee. Guck mal, ob vielleicht irgendwas bei euch in der Nähe ist und da könnt ihr auch direkt lokal Anschluss finden. Und vielleicht noch zur Erwähnung, auch du hast so einen wunderschönen Button der Podcast-Partnerin und wirst vielleicht auch ansprechbar sein, gerade wenn vielleicht etwas andere technische Lösungen gesucht werden. Wendet euch an den lieben Stefan. Ja, vielen Dank. Ein Applaus für dich. Ja, wir haben noch ein zweites Gesprächsformat vorbereitet. Das ist hier mein Podcast, Zeitsprung heißt der. Da spreche ich mit einem befreundeten Historiker über Geschichten aus der Geschichte. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir sind zwei Historiker und jede Woche erzählen wir eine Geschichte aus der Geschichte. Und Daniel wird nicht müde zu betonen, dass diese Geschichten immer abwechselnd vorgetragen werden. Und ich mache es jetzt wie er und frage ihn, Daniel, über was haben wir in der letzten Woche gesprochen? Ja, wir haben uns beschäftigt mit Militärgeschichte und haben uns die Geschichte der Janitscharen angeschaut. So viel Spoiler bis dahin. Es gibt übrigens Formate, die sind nicht so ganz klar von anderen Formaten abgetrennt. Also da gibt es durchaus eine sehr diffuse Grenze. Wir haben ja auch gehört, dass manchmal Formate mit ihren eigenen Regeln, die sie noch gar nicht kennen, brechen. So ein Laber-Podcast ist auch eigentlich nichts anderes als ein Gesprächspodcast, kann man sagen, oder? Ja, würde ich sagen, die Grenzen sind da fließend. Genau, wir haben jetzt mal Radio Tux rausgesucht, also ein Podcast, der schon sehr, sehr lange aktiv ist. Da geht's auch um Linux. Der Unterschied ist halt, dass sich mehrere Leute regelmäßig treffen und die Dinge verhandeln, die sie interessieren. Also man kann im Grunde sagen, so ein Laber-Podcast ist wie so ein Stammtisch, nur dass man das, was man verhandelt, raussendet. Da mal kurz reinhören, ja. Und von der Gnome-Community wird es dann gepusht. Und das sind so die drei großen Paketformate, die drei großen neuen, die sich so ein bisschen orientieren auch an der Idee, die wir damals eben zu den neuen Paketmanagern und Leonard Petterings Vision und so weiter dann besprochen haben. Und das sind genau die, die genau in die Fußstapfen dieser Vision hineingestapft quasi sind und dann so Teile oder Teile.
Also man muss sich vorstellen, da sind jetzt noch ein paar andere Leute mit am Tisch und da gibt es natürlich Antworten zu. Und das Schöne an diesem Laber-Podcast ist eigentlich, falls es überhaupt irgendwelche Regeln für irgendein Format gibt, sie dürfen dort komplett gebrochen werden. Also die dürfen in der Zeit ausufern, darf sowieso jeder, aber das passiert halt, wenn man intensiv am Gespräch ist, kann auch mal ein Podcast 3 Stunden lang dauern oder 4. Ja, oder 5. Oder 5. Bei dem zweiten, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe das zweite Beispiel Laber-Podcast, haben wir Women in Tech. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden so zufrieden wären mit der Einteilung. Aber ich würd auch eher sagen, es ist ein Gesprächspodcast. Ja. Mhm. Aber wir hören trotzdem mal rein. Ja, damit hätten wir, glaube ich, so ganz gut abgefrühstückt, was wir so an Wearables durch die Gegend tragen und was wir davon so gehalten haben. Genau, ich würde mich natürlich interessieren, was unsere Zuhörer denn so tragen, was sie von dieser Entwicklung halten. Machen sie da mit? Sind sie da auch gespannt, ob es da was Neues gibt, wie sich das weiterentwickelt? Weil man könnte sich ja natürlich noch ganz andere Wearables vorstellen, die dann vielleicht auch tatsächlich mal irgendwo so eine, ans Gehirn angeflanscht werden. In der Mischform zwischen Laber-Podcast und Gesprächspodcast, Janett und Michaela, so aus dem Bodenseeraum. Und wir haben noch das und dritten, oder wollen wir ein bisschen weitergehen, damit wir noch mal 1-2 Formate doch noch erwischen? Wie sind wir denn in der Zeit? Also, Zeit ist ja auch immer so ein Thema beim Podcasten. Was? Wir haben auch noch, sind wir doch gut in der Zeit. Da würde ich die nächste Kategorie, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also die lässt sich jetzt auch nicht so ganz eindeutig fassen. Wir haben das jetzt mal genannt Feature, Hörspiel oder Show. Also es gibt mittlerweile auch ganz viele Formate, die sich so, die so experimentell arbeiten. Und ein Beispiel, das wir uns überlegt haben, ist Rando. Das ist eine Art Hörspiel. Und worum es da geht, glaube ich, kann man am besten fassen, wenn man mal ganz kurz reingehört hat. Also ob ich mich erinnern kann, nicht so wirklich. Es war alles ziemlich konfus. Ich weiß noch, dass ich im Wald joggen war. Das habe ich immer gern gemacht. Ich joggte immer gegen Abend meistens, immer 4 Kilometer. Habe es mit Runtastic gemessen. Ich hörte Musik mit ziemlich krassen Kopfhörern, die mir mein Onkel zu Weihnachten geschenkt hat. Und ich habe gerade etwas Lautes gehört. Das hat mir nämlich immer am meisten Power gegeben zum Joggen. Also ich war in der S-Bahn und da ist diese Strecke, die unterm Wald lang führt, bevor der Zug Rando erreicht. Ich stand neben der Tür. Ja, das ist der Spoiler für Staffel 2. Was genau passiert, muss man reinhören. Man kann vielleicht ein bisschen verraten, Rando ist ein Ort und es passieren sehr merkwürdige Dinge. Und selbst wenn man die Staffel durchhört, weiß man am Ende noch nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Ein zweites Format, das auch hier auf der Bühne stattfinden wird, soweit ich das, hat das letztes Jahr hier auf der Bühne stattgefunden, aber ich glaube auch dieses Jahr, ist Puerto Partida, ein Rätselhörspiel-Podcast. Und ja, am besten erklärt Puerto Partida nämlich selbst im Intro, wie Puerto Partida funktioniert. Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. In jeder Folge wird eine Hörerin oder ein Hörer live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Während des Abenteuers könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie die gestrandete Person Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nimmt. Doch lauern auf Puerto Partida viele tödliche Gefahren, wie ein unheilvoller Dschungel, ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß! Also es findet hier tatsächlich direkt auf der Bühne statt und Johannes Wolf ist dabei, ja sozusagen einer der Väter von Puerto Partida, mit dabei wird diesmal auch sein, ich glaube Tobi Bayer. Die sitzen auch dann die Tage hier und schreiben an dem Stück. Das heißt, es gibt immer sehr viele Autoren, die das schreiben und dann wird es in so einer Art Hörspiel, Art und Weise vertont.
Und das ist tatsächlich auch so ein Format, was schon sehr ungewöhnlich ist für die Podcast-Landschaft. Genau, deshalb haben wir auch die beiden ja ausgewählt. Also Orando und Puerto Partida sind schon sehr aufwendig produziert. Also das ist sicher deutlich mehr Arbeit, so einen Podcast zu machen, als ein Gespräch- oder ein Interview-Podcast oder ein Laber-Podcast. Das muss man sich auch nochmal so vorstellen. Also bei Radio Rando weiß ich es nicht genau, bei Puerto Partida schon. Die haben Slack und da sind wirklich um die 10, 20 Leute, die im Slack ihre Autoren- und Sprecherrollen verteilen und die Aufgaben verteilen. Das hat eine sehr, sehr komplexe Infrastruktur und das läuft und läuft und läuft. Das ist, und die machen auch sehr viel Interaktion mit ihren Hörern. Es gibt mittlerweile sowas wie Fanfiction, Hörer schreiben Episoden mit, die dann auch vertont werden. Ich wollte nur, bevor wir zum nächsten Beispiel gehen, wenn es von euch irgendwie jemanden gibt, der oder die gerne was dazu sagen wollen würde, gibt es auch die Möglichkeit, jederzeit hier einzugreifen. Ihr müsst also nur so ein bisschen winken, damit Nele euch sieht, dann kommt die zu euch. Und zwar flux. Ja, dann haben wir die Kategorie Atmocast. Und haben hier das Beispiel von Ulrike, die den Podcast exponiert macht, wo sie durch Museen läuft und mit einem Gast über die Museen spricht. Wenn die Tür hinter sich zumacht, dann traut sich auch keiner mehr rein. Das habe ich gestern schon ausprobiert. Weil das ist jetzt tatsächlich ein Gefängnis. Also hier draußen steht Bautzen dran. Machen wir mal die Tür zu. So, jetzt sind wir gefangen in Bautzen. In einem schönen kleinen Moment, von Wand zu Wand, in der Länge. 1, 2, 3,5 große Schritte. Und in der Länge? Breite. In der Breite? Vielleicht zwischen Waschbecken und Klolang. Ja, vielleicht anderthalb. Anderthalb Schritte. Und da ist dann halt so ein Bett, Toilette, ein Schemel, ein Waschbecken. Eine kleine Kiste. Ich glaube, die Klamotten, Pantoffeln, Brief. Ja, das ist schon trostlos, vor allem. Ist Ulrike da vielleicht? Die ist wahrscheinlich hinter der Bühne, aber ob die so schnell nach vorne kommt, das wissen wir jetzt nicht. Wenn sich da nichts regt, machen wir weiter, oder? Auf jeden Fall, wen wir gerade gehört haben, Ulrike und als Gast, also auch dort ist mal ein Gast mit dabei, Martin Fischer, die habt ihr eben schon bei der Begrüßung gesehen, weil die ja hinten mit der Orga beschäftigt sind. Und Atmocast deswegen, weil man ist mit den Kopfhörern, mit den Mikrofonen, dem Aufnahmegerät irgendwo vor Ort und durchschreitet irgendwelche Dinge. Und das heißt, man muss sich das vorstellen, die Ulrike hat ihr Aufnahmegerät und hier, wie wir, mit Headsets sind sie da so dran gekabelt. Ich habe mal sowas wie unflätig was mit Hundeleine erzählt. Sie hat aber das schönere Bild von Bergsteigern, die quasi an so Sicherungsketten aneinander hängen und gemeinsam durch das Museum gehen und während sie durch das Museum gehen, dieses beschreiben. Ja, ein zweites Beispiel eines Atmocasts, auch mittlerweile schon wahrscheinlich ein Klassiker der Podcasting-Szene, ist Schöne Ecken. Und deswegen sind wir einfach mal irgendwo hingegangen, bei mir in der Umgebung, wo ich es als relativ moody empfinde, nämlich bei uns im nahen Wald, wo auch ein kleines Wasserschloss sich befindet und wo eventuell ein bisschen gruselige Atmosphäre aufkommt, auch wenn es helllichter Tag ist. Produktionstechnisch bedingt, aber wir werden das, glaube ich, ein bisschen ausgleichen. Meine These ist ja, dass auch ein erstmal nicht so spektakulär erscheinender Ort durch den richtigen Geisteszustand, die richtige Stimmung, gruselig sein kann. Ja, überhaupt Grusel. Das funktioniert von der Technik ein bisschen avancierter. Also dort sind die nicht mit einem Aufnahmegerät und Headsets miteinander verbunden, sondern die arbeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Funkstrecken. Das ist dann tatsächlich auch nicht so ein typisches Anfängersetup. Aber wie man sieht, es gibt Leute, die das schon machen. Und wenn man unbedingt sowas auch machen will, gibt es auch immer die Möglichkeit, Leute mal anzukontaktieren und zu fragen. Also was wie die Podcast-Paten, wie wir helfen dabei. Aber theoretisch kann man auch jeden Podcast, den man selber total gut findet, auch einfach mal anfragen und Fragen an die stellen. Normalerweise gibt es immer ganz positive Antworten. Ja, auf jeden Fall. So, das waren zwei Beispiele von Atmocasts und die nächste Kategorie, die wir uns überlegt haben, ist ein Reportageformat, ganz klassisch. Und wir haben hier ein Beispiel von 4000 Hertz.
Am Ende der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass ihr dieses Mal eine ganze Nacht mit mir verbringen dürft. Und soll ich euch was sagen? Es sind sogar zwei. 3, 4, 5. Gerade putze ich mir die Zähne und zähle. Und zwar meine Finger. 5 pro Hand. Das Fingerzählen ist Vorbereitung, mache ich sowieso schon seit Tagen ständig. Das gehört zu den sogenannten Reality-Checks. Das sind kleine Übungen, die deutlich machen, ich träume nicht. 5 Finger pro Hand, das ist die Wachrealität. Angeblich sind nämlich die eigenen Finger im Traum nicht immer zu erkennen und es sind auch nicht immer 5. Unveränderte Finger in Form und Anzahl zeigen mir also an, ich bin wach. Soweit. Der Reportageanteil ist eigentlich der, wo man den Einspieler hört, 1, 2, 3, 4, 5 sozusagen. Reportage bedeutet, ich bin jetzt und strahle jetzt in der Situation live vor Ort etwas aus. Also man bekommt etwas dargestellt vor Ort von einer Art Korrespondenten, den wir in dem Fall aber auch noch angeteasert bekommen. Es gibt also auch noch andere Elemente, die hier mit reinspielen. Das hört sich hier jetzt natürlich auch schon sehr professionell an. Also das ist hier schon einfach, ja, hört sich fast schon radiomäßig an, diese Reportage von dem Podcast-Label 4000 Hertz. Wir haben noch ein zweites Beispiel von einer Reportage, nämlich einem Podcast Technische Aufklärung, die sich zur Aufgabe gemacht haben, über den BND, den NSA-Untersuchungsausschuss zu podcasten. Das heißt, die schauen sich alle Sitzungen an und sprechen dann anschließend über die Sitzung, die sie da gerade erlebt haben. Und wie sich das anhört, hört ihr hier. Oder, Stefan, habt ihr noch was dazu im Kopf, was diese Operation Iconal bedeutet? Und vor allem war die vorher komplett gar nicht bekannt? Ist die wirklich durch den Untersuchungsausschuss erst bekannt geworden? Vielleicht fange ich mal so an. Ich finde es vielleicht ganz interessant zu erklären, warum wir eigentlich mit dem BND und dieser Operation angefangen haben. Denn eigentlich würde man ja denken, NSA-Untersuchungsausschuss, die Enthüllungen von Edward Snowden, da müsste es doch eigentlich darum gehen, was die NSA in Deutschland macht. Oder vielleicht auch der Untersuchungsausschuss hat im Auftrag stehen, die Five Eyes, also dieser Geheimdienstverbund aus USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien. Ausgerechnet das Beispiel, das Sie jetzt rausgesucht haben, ist natürlich eher so ein Gesprächsformat, aber es ist im Normalfall so, dass Sie sich nach den Sitzungen immer gemeinsam noch zusammensetzen und dann über in einer Gruppe von 3 bis 5 Leuten dann über die letzte Sitzung dann sprechen. Das ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Es ist oft nicht so, dass so eine Kategorie, also es sind ja Sachen, die wir jetzt sozusagen über die Podcast-Landschaft drüber gestülpt haben, zu gucken, ob das funktioniert. Und in vielen Fällen funktioniert das schon mal so ganz gut, aber oft ist es so, dass man auch sagen kann, hier eigentlich treffen bei mir 2 Formatrahmen zu. Also das eine entweder, dass es sowieso ein Interview- oder Gesprächspodcast ist und gleichzeitig, weil es diesen jetzt vor Ort Berichten aus der Situation, diesen Reportageanteil hat. Und was auch an diesem Podcast nochmal vielleicht auch besonders ist, dass natürlich auch Podcasts, die gerade über solche aktuellen politischen Dinge berichten, auch nochmal eine sehr, sehr spannende Alternative zu dem Nachrichtenmedien sind, die wir so schon haben, von den öffentlich-rechtlichen und privaten, weil das, was die zwei da privat leisten, dass sie wirklich bei jeder Sitzung dabei sind und darüber berichten, das kann man oft so in normalen Medien gar nicht abbilden. Das heißt, auch dieses Podcasten der freien Szene hat durchaus ein Potenzial, was auch für die Gesellschaft wichtig ist. Genau, und die treten natürlich auch hier auf, also nicht hier. Doch, auch hier. Auch hier, ja, ach stimmt, zwei, auch hier. Ja. Aber es gibt auch noch irgendwo Lesungen von den Protokollen, die nicht gestreamt werden, da muss man hingehen. Nee, ich glaube, sie heißt nur nicht öffentlich, also der Titel ist nicht öffentlich, aber sie wird schon gestreamt, okay. Glaube ich. Ja. Ja. Lügentine. Also jedenfalls, es gibt eine Lesung der technischen Aufklärung, wo also von diesen Sitzungsprotokollen dann, wo die Sitzungsprotokolle vorgelesen werden. Und sie haben aber auch einen Talk hier auf der Bühne, wo sie allgemein über dieses Projekt sprechen. So, dann haben wir noch weitere Formate, nämlich nach den Reportagen haben wir uns überlegt, könnten wir noch Solo-Podcasts vorstellen, also wo einzelne Leute ins Mikrofon sprechen und Themen vortragen. In dem Fall Angegraben, ein Podcast zum Thema Archäologie. Es geht um das, was die Welt im Innersten zusammenhält, um des Pudels Kern.
Und den Geist, der stets verneint. Ja, es ist jetzt nicht der Germanistik-Podcast, dem ihr lauscht, sondern es geht tatsächlich heute um Archäologie und es geht um die Figur Johannes Faust. Ja, genau, der Faust. Was hat der jetzt mit Archäologie zu tun? Nun, dafür muss ich ein wenig ausholen. Wir befinden uns hier in der Lutherstadt Wittenberg. Genau, der holt dann auch ein bisschen aus und erzählt dann Geschichten alleine. Ist auch was, was man sich schon abends ins Bett holen kann. Und wir haben jetzt auch, wir sind auch schon fast am Ende angekommen, darum sind jetzt die letzte Kategorie, die wir vorstellen. Solo-Podcast bedeutet, eine Person redet allein in das Mikrofon hinein. Und das ist relativ herausforderungsvoll. Also wenn man Podcasten anfangen will, ist es oft so, dass man das erstmal allein mit irgendeinem Gerät, mit dem Handy oder sonst wie probiert. Und dann spricht man da rein und merkt, ups, okay, das hört sich vielleicht nicht so prickelnd an. Vielleicht suche ich mir noch jemanden zweiten, mit dem ich das mache. Das ist ganz schön herausfordernd, das zu machen. In dem Fall, glaube ich, ist es auch so, dass der Butler, also der diesen Podcast macht, auch ein Skript hat, das er sich vorher zurechtlegt und an dem er sich dann abarbeitet. Ich denke, ein Solo-Podcast ist insofern wahrscheinlich auch ein Stück weit aufwendiger, wenn man sich vorher eben so ein Skript erarbeiten muss, an dem man sich dann abarbeitet. Genau, im Gespräch oder im Interview hat man immer sozusagen Gegenüber und dann kann man sich so ein bisschen die Themen hin und her spielen und dann ist schon immer so ein bisschen Dynamik im Gespräch drin. Haben wir noch einen? Ja, den letzten. Oder letzte? Wir hätten da noch eine Kategorie, aber... Ach echt, welche denn? Den täglichen Podcast. Dann fangen wir, dann, genau, dann machen wir noch den täglichen, dann ist Schluss. Nach dem Krieg jedenfalls haben wir folgende Situation. Das politische System der Nazis ist weg. Alte Strukturen, die bis 1945 sämtliche Lebensbereiche bestimmt haben, sind weg. Und was heißt das? Es bedeutet, dass die Menschen sich eine neue Identität suchen müssen. Und an wem soll man sich dabei orientieren? Die neuen Vorbilder sind die Besatzungsmächte. Die Soldaten aus der US-Armee zum Beispiel bringen Kaugummi, Nylon. So, das war der Podcast in trockenen Büchern, auch ein Solo-Podcast. Von Alexandra Tober. Und sie bespricht in jeder Episode ein Sachbuch. Und das macht sie auch ganz allein. Und es ist ein bisschen wie so ein Hör-Essay. Also das hat tatsächlich auch schon so eine sehr, sehr fast eine poetische Form in der Art und Weise, wie sie da so alleine vorträgt. Und ist auch noch eine andere Ausformung, wie das gelingen kann. Ich glaube, beim Solo-Podcast war wichtig, dass man auch ein Format für sich findet, in dem man sich wohlfühlt und wo das auch funktioniert. Ein Aspekt, auf den wir vielleicht an der Stelle noch eingehen könnten, ist, dass Nele eine Liste hat mit Podcasterinnen, denn wir haben hier, wie man jetzt auch vielleicht in der Auswahl schon gemerkt hat, auch ungefähr 50-50 Verhältnis gehabt von Frauen, die podcasten und von Männern, die podcasten. Und wir wollen damit auch zeigen, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die podcasten und Nele ist da die Expertin. Vielleicht willst du was dazu sagen. Was sagen? Also ja, die Frauenstimmen, dieses Einhorn. Ja, es wird noch häufiger belastet werden hier, glaube ich. Ja, so ein bisschen sind Frauen im Podcasting die Einhörner. Wunderschön, aber sehr selten, kann man sagen. Aber Frauenstimmen im Netz ist eine Liste, die ich führe. Ist leider immer noch eine etwas excelige, sehr schwierig zu bedienende Tabelle. Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal im Laufe der Zeit. Jedenfalls, wenn ihr selber auch einen Podcast von und mit Frauen kennt, der noch nicht auf dieser Liste ist, dann krieg ich sehr gerne einen Hinweis via Twitter und fülle den auch gerne aus. Aber es geht vor allem darum, auch Frauenstimmen im Podcasting sicht- und hörbar zu machen. Und ihr werdet sehen an der Liste, da gibt es auch ganz viele verschiedene Formate, ganz tolle, sehr diverse Themen, die dort bedient werden. Auch ganz viel Technisches, da gibt es ja vielleicht immer so ein paar Klischees und Vorbehalte. Und man sieht, glaube ich, daran, dass was Frauen im Podcasting machen, total bunt und extrem spannend und interessant ist. Und von daher seid ihr herzlich eingeladen, da auch mal drauf zu schauen. Und in diesem Sinne sehen wir auch die Podcast-Partnerinnen auch vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt in der Podcast-Landschaft zu befördern. Und von daher unterstützen wir auch ganz besonders Frauen unter anderem. Also ich bin da sehr gerne Ansprechpartner, gerade im Inhalte- und Formatebereich. Von daher immer melden. Ne? Also Vielfalt fördern ist ein gutes Stichwort. Deshalb haben wir auch versucht, hier so viel wie möglich an unterschiedlichen Formaten auch zu zeigen, um einfach auch klarzumachen, dass das Podcasten einfach ein sehr, sehr vielfältiges Hobby sein kann.
Und das ist auch neben den Podcasts, die sowieso wahrscheinlich ganz alle, viele von euch hören, auch noch eine ganze Wiese an Podcasts gibt mit Blüten, die man pflücken kann. Wir würden zum Ende kommen, oder? Ja, wie lange haben wir noch? Ich würde sagen, wir machen den Anna zählt als letzten Podcast, weil da kann man auch sehr schön immer den Workflow danach dran deutlich machen. Genau, als allerletztes ein täglicher Podcast, der immer morgens veröffentlicht wird, ungefähr 5 Minuten dauert und wir hören, können wir rein? Ja. Okay, jetzt fühle ich mich selber auch schon wie so ein Dinosaurier. Und dabei war ich ja gar nicht so richtig vollflächig mehr im Schallplattenalter. Zwar habe auch ich noch meine erste Schallplatte, auf die ich deuten kann, und habe auch eine ganz kleine Sammlung von vielleicht 10 oder 12 LPs gehabt. Aber als ich in das Alter kam, dass ich ernsthaft selber versucht habe, Musik zu kaufen, da war das CD-Zeitalter schon im vollen Schwung. Ich bin also gar nicht so ein übler Dinosaurier. Und ich geb's zu, es war mir ein Fest, als ich beim letzten Umzug die gesammelte CD-Sammlung in einem großen Schwung in den Container geworfen habe. Worum es jetzt hier darin geht, wird im ersten Hören gar nicht offenbar, denn jede dieser Episoden beschäftigt sich mit der Episodennummer. Das heißt, die Episode 1 behandelt irgendetwas, was um 1 geht. 23 liegt irgendwie nah, 42 auch. Und es gibt etliche Zahlen, die sowieso schon Geschichten in sich tragen. Und ihm ist es gelungen, über die, es ist irgendwie bei 400, 500 ungefähr. Bis jetzt hat er zu jeder Nummer ein Thema pro Episode gefunden. 5 Minuten lang, so ein bisschen was vielleicht morgens zum Aufstehen. Und wie macht er das? Also ich kann nur sagen, das Kulturkapital soll eigentlich ein monatlicher Podcast sein. Dieses Jahr ist es ungefähr nur jeden zweiten Monat geglückt, eine Episode online zu setzen. Das ist ganz schön schwierig, so den eigenen Anspruch gerecht zu werden, regelmäßig zu erscheinen. Und jetzt ist da jemand, der haut jeden Tag was raus. Wie geht das? Das hat er auch erzählt. Und zwar, er macht die so immer so ein Schlag, also so eine Woche bereitet er vor, spricht die ein, bereitet die vor und dann macht er eine Woche fertig und dann ist die Woche getan. Das heißt, er macht nicht jeden Tag Podcasten, sondern er teilt sich das ein und dann werden die ausgesendet. Und solchen Workflow, solche Routinen sind durchaus hilfreich, damit man seinen eigenen Zielen gerecht wird und auf der Strecke nicht irgendwann die Luft ausgeht und man frustriert aufhört, weil das ist gar nicht so einfach mit so Projekten, die irgendwie so ewig dauern. Da wollen wir motivieren. Kommt mit uns gleich im Anschluss in den Podcast-Party-Bereich. Danach könnt ihr gerne bei uns an den Podcast-Party-Tisch kommen und wir quatschen mit euch da schon. Wir nehmen schon Podcast mit euch auf. Und wir sind hier am Ende. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Vielen Dank an Nele, vielen Dank an Daniel, vielen Dank an euch. Wir sehen uns vielleicht hinten dran.